Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglador, zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Und mit Professor Kukui. Der steht hier im Zentrum der Alola Top 4 der Alola Pokémon Liga. Und wie im letzten Part, also wie am Ende des letzten Parts schon angekündigt, werden wir uns heute der Top 4 stellen und die Trainer der Pokémon-Liga herausfordern. Los geht's mit diesem Kampf hier. Auf geht's. Ich bin vorbereitet. Kann losgehen. Volle Möhre auf in den ersten Kampf. Schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Großes Podest, ein großes Podium, könnte man fast so nennen. Ein Bereich zum Kämpfen, eine Arena fast schon. Hallo! Das ist doch Marlon! Was macht denn Marlon hier? Neue Kämpfer in der Top 4. Sie haben hier nicht mehr Haller zu stehen wie in Pokémon Sonne, sondern denn die Marlon. Na dann, lieber Marlon, fordere mich heraus. Zeig mir deine Pokémon. Kukui hat mich gebeten, ein Mitglied der Top 4 zu werden. Und nun ja, wie du sehen kannst, habe ich zugesagt. Es freut mich auch hier in der Pokémon-Liga gegen dich und Chris kämpfen zu dürfen. Wie meinen mich und Chris? Hat Chris schon gegen dich gekämpft oder kommt der noch? Und kämpft mit mir zusammen oder was? Naja. Jedenfalls kämpfen wir jetzt gegen ihn. Top 4 Marlon fordert dich heraus mit 6, nein 5 starken Pokémon. Da hätten wir ein, wie hieß das Pokémon nochmal? Ah, es hieß Klavion, ein Klavion Level 56. Hier haben wir ein Steve Level 54 und das Kanitro-Ladung. Ein Reflektor. Mal schauen, wie wir in diesem Kampf hier, ja, ich sag mal, abschneiden. Ja, ich habe heute vor, also laut Plan möchte ich heute die ersten beiden Kämpfe bestehen. So der Plan der Pokémon-Liga, dass dann im nächsten Part letzten beiden Top 4 Kandidaten besiege und dann in, ja, im dritten Part der Top 4 dann den Champ besiege. So der Plan. Müssen wir gucken, wie das hier klappt. Inwiefern wir das hier überstehen. Inwiefern wir da stark genug für sind. Und die Trainer erstmal bestehen. Also erstmal müssen wir sie bestehen. Müssen wir sie erst besiegen. Damit das erstmal zustande kommen kann. Lichtkanone. Ist auch eine effektive Attacke. Ja, ordentlich. Das kann nicht angreifen. Ist paralysiert. Das ist schlecht. Ihr merkt schon, es geht hier relativ zäh voran. Also Steve wurde schon besiegt und Klavion lässt sich besiegen. Ja, es lässt sich machen, aber es geht hier wirklich zäh voran, wie es sich gehört hat für eine Top 4 Sache. Ja, okay. Dragon ist hier relativ ineffektiv. Okay, die Crossmaster-Attacken sind auch sehr ineffektiv. Pikachu, der hat sehr effektive Attacken. Nicht sehr effektive Attacken, aber effektive Attacken. Können wir den doch mal in den Kampf schicken. Ich hoffe, der kann hier was ausrichten. Okay, das wirkt sehr gut. Ich versuch's mal mit Donnerblitz. Ich erinnere daran, dass das immer noch das erste Pokémon ist von Marlon. Ein Donnerblitz. Ja, das bringt doch was. Das kann sich sehen lassen. Ja, damit kann man doch kämpfen. Donner. Was ein Top-Genesung. Oha. Ja, der Marlon, der tut hier in der Top 4 neue Geschütze auf.
Das sind deutlich stärkere Geschütze als bei unserem ersten Kampf. Und was ja auch zu erwarten ist, was zu erwarten war. Okay, ja. Ist nicht gerade das leichteste Kaliber hier. Pikachu Donner. Na dann. Hau mal rein. Lichtkanone. Okay, das könnte schon das Ende von Pikachu sein. Ja, das ist das Ende von Pikachu. Schau mal kurz nach den Tränken und Bebern. Wie viele habe ich denn da auf Lager? Wie viele können wir denn da einsetzen? Gerade setze ich mal Hoodie ein. Der hatte eine effektive Attacke. Vielleicht können wir die mal einsetzen. Schattenfessel. Oh, klar, wir haben wir zurückgerufen. Auch gut. Dann mal Diktri. Jetzt ist natürlich die Effektivität der Attacke nicht mehr ganz gewährleistet, aber ja, das ist sogar sehr erfreulich. Es ist sogar noch viel effektiver, als es wahrscheinlich bei Klavion der Fall gewesen sein sollte. Würde. Laubklinge. So, das erste Pokémon besiegt von dem Herausforderer der Top 4, der Marlon. So, Marlon setzt Kaizurio, wie auch immer der ausgesprochen wird, ein. Wir sollten wirklich mal über Tränke nachdenken. So, was haben wir denn hier? Hypertränke haben wir noch 8. Und Beleber haben wir 4. Holla, die Waldfee. Das ist wenig für die Top 4. Das ist verdammt wenig. Das ist eine Ration. Die ist wirklich eher schlecht als recht. Und holla, die Waldfee. Das ging ja hier sehr schnell. Mit einem Zug hier. Ich würde mal sagen, Necrozma. Du bist dran. Ja gut. Ich könnte jetzt hier ewig auf Necrozma sitzen. Und hoffen, dass der hier alles platt walzt. Aber auch das ist nicht unbedingt immer gegeben. Sehe hier gerade schon die Pokémon-Weiß-Situation vor mir. Hier haben wir ein großes Problem. Das Problem, was wir in Pokémon-Weiß-Edition auch hatten. Das Team ist unterlevelt. Nein, nicht Eisenabwehr einsetzen. Nein, nicht Eisenabwehr. Nein, wieso machst du denn das? Das bringt doch nichts. Warum? Nein. Das war dumm von mir. Komm, das war doof. Da bin ich jetzt selbst schuld dran. Och nee. Ich hab nicht genug Beleber. Die würde ich ja auch nicht verschwenden. Das sieht gerade sehr schlecht aus. Das ist ja fast schon peinlich. Okay, Tiefschlag bringt nicht viel. Das habe ich aber auch nicht erwartet von Lee. Ja, sowas kommt von sowas. Hat man sich immer mit Galoppa durchgeschummelt. Und dann kommt sowas. Kommt man da natürlich nicht weiter an dieser Stelle. Klingt nach Offscreen-Training für mich. Klingt so, als müsste ich das hier erstmal unterbrechen und ganz, ganz, ganz viel Offscreen-Training machen. Ja. Um auch Geld zu bekommen und Tränke zu kaufen, um halt auch gewappnet zu sein für die Top 4. Sieht so aus, als müssten wir da nochmal zurück. Müssten wir nochmal was. Wir sind noch nicht reif für die Top 4. Nein. Da muss noch was passieren. Zwangfee gibt ein bisschen Preisgeld. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel Preisgeld. Und wird schwarz vor Augen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Geld habe, um Preisgeld geben zu können. Na holla die Waldfee. Das war ein blutiger Anfang im Top 4. 6,5 Stunden später. Na gut, letzte Verzweiflungstat. Wir tun es nochmal ein zweites Mal, zweiter Versuch. Ja, diesmal mit Galoppa im Team. Ich nehme das jetzt mal als legitimes Mittel und ja.
Ich habe es ja per Tausch bekommen. Ich habe es mir nicht irgendwo gecheatet. Ich habe es mir nicht irgendwo gecheatet. Also, ja. Mein Team ist zu schwach. Ich mache es auch nicht gerne, aber ja. Es ist mir auch ganz unangenehm, das so zu machen, aber. Auf geht's. Zweiter Versuch. Top 4 von Alola. Pokémon Liga. Ich guck mal. Mir ist das auch nicht ganz recht, aber ja. Muss so sein. Wir wollen es irgendwann mal schaffen. Wir wollen irgendwann auch fertig werden mit dem Spiel und diesen Part auch mal beenden. Ja, kann dann mal losgehen. Ich bin halbwegs bereit. Top 4 Marlon ist auch bereit. Vor dich raus. Auf geht's. Klavion, den kennen wir ja schon. Den haben wir bereits schon mal besiegt. Steve, ja, der kann jetzt auch mal ein bisschen kämpfen. Müssen wir nicht das Ganze auf Galoppa setzen. Auch der Rest des Pokémon-Teams kann sich einsetzen. Galoppa sollte trotzdem noch Notfallplan sein. Also Plan Y. Nicht Plan B. Auch nicht Plan C, sondern Plan Y. Ja, ich mach's auch nicht gern. Ich find's auch ein bisschen. Naja, ich mach's auch ungern. Aber scheinbar muss es manchmal sein. Steve ist paralysiert. Das kennen wir auch irgendwo her. Lichtkanone, das kennen wir noch viel mehr. Ja. Mist. So, ich setze weiterhin auf Nitrodaunk. Wenn ich das dann nochmal einsetzen darf. Nein, ich bin paralysiert. Die Paralyse hier ist wohl sehr heftig. Eine Lichtkanone. Ja, es ist mir nicht vergönnt, während ich paralysiert bin, noch einmal Nitrodaunk einzusetzen. Necrozmat keine effektiven Attacken. Pikachu hat noch effektive Attacken. Dann setzen wir den noch mal ein. Kann der mal reinhauen. Mit Donnerblitz. Reflektor. Wird es nicht viel bringen. Donnerblitz. Auf geht's. Da bringt schon mehr als Flammen-Dingens. Nein, das hieß nicht Flammen-Dingens, das hieß Nitro-Ladung. Ja, und das heißt Donner. Das wird noch viel mehr. Sollten wir doch hinkriegen mit Pikachu, könnte man meinen. Zumindest das Klavion zu besiegen. Top-Genesung. Ja, aber das setzt Marlon doch schon das Top-Genesung ein. Ja, war ja fast schon klar, dass sowas passiert. Schauen wir es trotzdem. Ja, Klavion ist paralysiert. Das wird bei Ihnen jetzt bitte auch genauso. Ja, danke schön. Kann ich angreifen. Das hat bei Steve so gewirkt, dass man nicht angreifen konnte. Das wirkt jetzt bei Klavian bitte auch. Dankeschön. Kann ich angreifen. Ja, Paralyse in der Top 4. Das hat auch was Sinnvolles, wenn man Pikachu hat. Rückstoß. Ui, stimmt ja, da war ja was. Bei Stromstoß kriegt man ein bisschen Rückstoß. Donnerblitz. Klavion besiegt, Erz-Pokémon. Mit meinen trainierten Pokémon besiegt. Necrozma rechnen wir 66. Dictry. Kriegen wir das auch noch klein mit Pikachu? Kriegen wir bestimmt noch klein. Na komm, Erzbeben. Oh, naja, ich nehme es zurück und behaupte das Gegenteil. Pikachu wurde besiegt, das kriegen wir mit Pikachu nicht mehr hin. Ja, Galoppa hat natürlich sehr effektive Attacken. Ich will es jetzt erstmal mit Hoodie versuchen. Hoodie, der hat uns auf unseren Reisen sehr stark begleitet. Der war ein guter Kämpfer und ja, auf ihn möchte ich jetzt auch mal setzen.
Ja, Dietrich fast besiegt. Das ist doch schon mal schön. Auch wenn Hundi auch gleich besiegt ist. Kriegen wir das vielleicht trotzdem nochmal hin? Top-Genesung. Wie viele Top-Genesungen hat der eigentlich? Wie viele Top-Genesungen darf der einsetzen? Das ist irgendwie fast schon ein bisschen unfair. Jetzt setzt er gleich eine Attacke ein und Hundi ist am Arsch. So, so sieht's aus. Hättest du irgendwie schaffen können? Ja, Necrozma hat auch eine effektive Attacke. Setzen wir die ein, oder? Necrozma, Nachthieb. Das dürften wir noch hinkriegen, oder? Erzbeben. Ei. Ja, wollte gerade sagen, vielleicht bringt das nicht so viel, weil es ja ein luftschwebendes Pokémon. Dietrich besiegt. Da waren es nur noch 3, wenn ich richtig gezählt habe. Müsste jetzt noch 3 Pokémon haben. Kazurio. 3 Pokémon hat er noch, genau. Da kommt das stärkste von allen. Glaube ich zumindest. So scheint es zu sein. Seine Z-Attacke kann er noch nicht einsetzen. Es gibt noch keine Z-Attacke verfügbar. Ui. So, und Dragon hätten wir noch im Angebot. Der hat keine effektiven Attacken und Galoppa. Joa, ich kämpfe weiterhin mit Necrozma. Versuchen wir es mal mit Felsgrab. Das ist nicht sehr effektiv. Aber man kann es ja mal versuchen. Eine neue Attacke, die ich immer erlernt habe. Ja, viel bringt es nicht. Aber mehr als nicht. Wir versuchen es trotzdem noch ein bisschen mit Necrozma. Ein bisschen Schaden kann man ja ausrichten. Anrichten, wurde ja gesagt. Schaden anrichten. Jo, dann Galoppa. Ich würde sagen, du bist an der Reihe. Mach das Ding zu Ende. Ich glaube, du kriegst das hin. Hier haben wir mal einmal die Attacke Schlagbohrer. Galoppa ist ungehorsam. Okay. Soll auch vollkommen. Das nennt auch hier ein bisschen bescheuert, aber gut. Ja, was soll man machen, wenn Galoppa sich einfach besiegen lässt? Dann ist das natürlich auch nicht gerade das Beste. Das ist natürlich auch nicht gerade die beste Voraussetzung für einen Top-4-Kampf. So, soll ich mal auf den Beleber setzen? Galoppa einfach mal wieder beleben. Ja, gut. Die Weigen wurde besiegt. Eieieiei, was wird denn das hier? Galoppa macht keinen Scheiß. Das letzte Übernehmen der Pokémon. Sollte man einen Trank ersetzen. Ich habe fast sogar die Befürchtung, dass das nicht sehr viel bringt. Bei Level 100. So ein kleiner Hypertrank. Mit Metallsound wird abgewehrt. Okay, wenn genug. Flammenblitz. Komm, mach was draus. Nice. Es macht was draus. Okay, Surio wurde besiegt. Rückstoß, ja. Das lässt sich doch sehen. Und ein Metagross. Haben wir da. Nitro-Ladung. Dürfte eventuell was bringen. Wendet sich ab. Also wie gibt's denn sowas? Meine Güte. In so einem Kampf muss man doch mal gehorchen hier. Ist ja nicht so, als ob das hier ein x-beliebiger Trainerkampf wäre. Dass man hier nicht gehorchen kann. Metagross besiegt und den ersten Trainer der Top 4 doch irgendwie besiegt. Was denn? Magnezone kommt noch mit dazu. Die müssen wir noch besiegen. Nitro-Ladung kriegen wir auch noch hin. Zack. Magnezone besiegt. Was? Nein, nicht besiegt. Oha. Spannung. Ja, noch eine Attacke. Kreideschrei. Er hat nicht nur eine Attacke, sondern hat einen KP noch.
Hui, dann nehmen wir nochmal Schlagbohrer. Zack, machen wir den ganzen ein Ende. Ja, hat auch seine Herausforderung, mit Galoppa zu kämpfen, weil das na, macht auch ein bisschen Spannung, weil das auch mal zurückschreckt oder halt nichts macht. Ist auch mal lustig. Kukai überrascht mich immer wieder. Dank ihm konnte ich gegen einen faszinierenden Trainer wie dich kämpfen. Gegen einen faszinierenden Skalopper wohl eher. Zwangfi gewinnt 11.400 Pokémon Dollar und geht siegreich aus deinem Kampf gegen Marlon. Jawohl. Und hat die erste Hürde der Top 4 bestanden. Naja, mal schauen, wie weit wir kommen. Mit Galoppa, das sich trotzdem hier besiegen lässt. Kukui hat die Rolle der Top 4 an die stärksten Trainer Alolas weitergegeben. Dadurch wird nicht nur die Pokémon-Liga zu einer richtigen Herausforderung, sondern es hindert auch jene vier Trainer daran, sich selbst den Titel zu erkämpfen. Vermutlich erhoffte er sich damit frischen Wind in Alola. Das kann natürlich sein. Das ist natürlich ja auch denkbar. Auf das Teleporterfeld in die Mitte. Und da wir den ersten Schwert. Das ist eher den ersten Speer, wollte ich sagen, aber das ist ein Schwert. Den ersten Schwert aktiviert. Der liebe Professor Kukui steht immer noch in der Mitte. Dann müssen wir wohl noch die anderen drei freischalten. Dann weiter geht's mit dem zweiten. Den wollten wir heute auch noch schaffen in diesem Part. Auf geht's, voran! Da wartet der nächste Trainer auf uns. Da wartet sie schon auf uns. Und wir willkommen in der Gesteinskammer. Gesteins-Pokémon also. Ich sollte mal ein paar Beleber und Tränke einsetzen. Auf geht's. Ohne viele Vorrede. Viele Worte geht's jetzt direkt in den Kampf. Keine lange Vorrede. Jetzt wird gekämpft. Na dann, auf wie? Ich hoffe, Galoppa spurt mal ein bisschen und kriegt das auch gebacken. Ich will nicht mehr ewig in diesem Part rumhängen, also mach mal was draus, Galoppa. Armaldo wurde eingesetzt von dem Gegenüber von der Top 4 Trainerin. Armaldo. Armaldo, Armaldo, Armaldo. Da will ich mal Stromstoß einsetzen. Galoppa faulenzt natürlich. Was denn auch sonst? So ist es bekannt. So, Galoppa, ich möchte, dass du Stromstoß einsetzt. Galoppa ist ungehorsam. Warum auch nicht? Wir haben genug Tränke und genug Beleber mit. Ja, muss halt. Galoppa faulenzt. Ja, wenn sie halt ungehorsam ist, dann müssen wir sie halt irgendwie anders beleben. Ich würde mal sagen, Steve, komm du mal in den Kampf. Du kannst hier mal standhalten. Für einen Beleber auf das liebe Galoppa, das dann hoffentlich auch bald mal irgendwann mal vielleicht eventuell eine Attacke einsetzt. Das wäre sehr hilfreich. Jetzt die feine Dame. Nein, der feine Herr Galoppa ist männlich. Denn noch ein Hypertrank. Ja. Ist es ihm denn jetzt recht? Oder möchte er denn weiter faulenzen? Steve wurde besiegt. Galoppa. Ja, dann bitte jetzt mal nicht faulenzen. Mittagspause ist schon vorbei. Du hast schon Mittagessen. Jetzt kannst du mal mit Nitro-Ladung mal reinhauen. Obwohl, ja, mal schauen. Es hat ein Wasser-Pokémon. Es hat es ausgehalten. Ach, Mann. Und jetzt faulenzt das Ding noch und dann ist es wieder Game Over. Ach, Mann. Was soll denn das hier für eine Spannung werden hier? Oh, oh, oh. Fast ein One-Hit.
Komm, Nitro-Ladung. Top-Genesung. Ach, du Schande. Und setz nochmal Nitro-Ladung ein. Was soll denn der Mist hier? Ja, Galopp hat keinen Bock drauf. Wieso denn auch? Wieso sollte sie denn Bock drauf haben? R. Ist ein R. Ist nicht zickig, der bockt einfach nur rum. Felswurf. Was für eine Attacke, Felswurf. Das ist doch eigentlich eine Wildnis bei irgendeinem x-beliebigen Pokémon. Dürfte das doch eigentlich komplett sinnlos und komplett... Ja, ich wollte nicht fliehen. Sorry, hab mich nur vertippt. Das ist doch komplett eine schwache Attacke. Aber hier in der Top 4, Steinwurf. Dann bringt das hier auf einmal ganz viel mit sich. Zack, 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 zack. Ich glaube, es bringt hier fast nichts. Dass ich irgendwas noch an Tränken einsetze. Wäre es denn mal mit Schlagbohrer, wenn du das mal einsetzen würdest? Dankeschön. Dass das auch mal was wird. Ah, hält immer noch aus. Das ist ein starkes Amaldo. Und das war's für Galoppa. Muss wieder belebt werden. Dass ihm doch mal die Attacke alle geht. Naja, es ist Steinwurf. Das geht nicht so schnell alle. Das ist eine volle AP-Attacke. Necrozma. Kann der vielleicht den Rest machen? Ich befürchte nein, aber ich kann es ja mal riskieren. Nachthieb. Zack. Okay, er hat es geschafft. Er hat zumindest das erste Pokémon besiegt. Als nächstes kommt Volverok. Ich möchte auf jeden Fall weiterkämpfen, weil dann kann ich das Galoppa heilen. Aber ich möchte gleich sofort hier mein Galoppa wieder im Kampf sehen, weil Volverok ist ein starkes Ding. Mein Galoppa eigentlich auch. Wenn es dann sich mal anstrengen würde und mal mitkämpfen würde, dann wäre das schon was ganz anderes. Oh, die Z-Attacke. Die Z-Kraft. Was macht denn das? Apokalyptische Steinpresse. Ach ja, stimmt, das kennen wir ja. Kennen wir irgendwoher. Haben wir schon gesehen. Ja, mal sehen, ob es Necrozma überlebt. Ich fürchte nein. Oh, habe ich wohl was Falsches befürchtet. Necrozma kann 4 aushalten. Deshalb ist auch gut, dass Galoppa belebt werden kann. Okay, ist fehlgeschlagen. Gut, Galoppa ist wieder belebt. Kann ich doch mal mit einer schwachen Attacke einsetzen. Mit einer schwachen Attacke probieren. Nachthieb. Man hätte auch Phantom-Geysir versuchen können, aber was soll's. Vielleicht kann ich das ja noch. Phantom-Geysir, ja. Werde ich mal ausprobieren. Na komm. Ja, 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 noch ein bisschen hinten was geschafft. Noch einmal Nachthieb oder Juwelenkraft. Juwelenkraft, nice. Da haben wir sogar mit dem lieben Necrozma geschafft, um Volverok zu besiegen. Oh, das geht doch. Brokkolus. Weiterkämpfen. Vielleicht kann ich auch mit dem hier ein bisschen Schaden anrichten. Dieser Satz kommt mir bekannt vor. Den habe ich schon mal gesagt. Habe ich vor einiger Zeit schon mal gesagt, ja. Eventuell könnte das ein Irrtum sein. Aber ich gebe dem einmal einen Hypertrank. Könnte gut sein. Eventuell bereue ich es nicht. Okay, Sandsturm, das ist mies. Ich setze auf Phantomen-Geysir. Na komm, lass es wirken. Lass es viel bringen. Naja, viel sieht anders aus, aber ja gut, ist akzeptiert. Necrozma hat auch seine Arbeit getan, hat seinen Senf dazugegeben. Nein, der hat es nicht kommentiert. Senf dazugeben ist was anderes. Ach, falsch eingesetzte Sprichwortsache. Schlagbohrer, komm, das muss doch was gegen Brock oder Spring. Steinkante. Eieieiei. Uiuiuiui. Ist hier sehr effektiv. Galoppa ist ungehorsam. Natürlich. Wozu habe ich das überhaupt belebt? Ja, wir haben zwar jede Menge Beleber, aber wir haben nicht jede Menge Pokémon, die standhalten können, um
sie zu beleben. Also das ist, irgendwie muss dann auch was kommen irgendwann von Galoppas Seite aus. Wir haben nur 6 Slots im Team, also das ist dann auch irgendwann, hat das auch seine Begrenzung, da kann man auch irgendwie nicht mehr mitmachen. Außerdem haben wir nicht unendlich Hypertränke und unendlich Beleber. Wir haben auch schon beim ersten Kampf ein bisschen was verplempert. Eieiei. Da, da sollte es mal vorangehen. Warte. Ich hole Galoppa raus und lass Hoodie im Leben. Der soll uns noch nützlich sein. Lieber den am Leben lassen, als den hier auch brauchen. Wir haben noch 2 weitere Kämpfe vor uns. 3, um genau zu sein. Okay, das ist gut. So. Einmal Schlagbohrer, wenn ich bitten darf. Galoppa ist ungehorsam. Selbstverständlich ist Galoppa ungehorsam. Ach man, Galoppa, komm, tu mir doch mal den Gefallen hier. Mach's alle. Schlagbohrer. Attacke wird abgewehrt. Was? Alter Schwede. Wie wäre es dann mit Stromstoß? Vielleicht kannst du das mal versuchen. Stromstoß. Okay, es reicht aus, aber das sah sehr schwach aus. Kann er den Schaden durch Rückstoß? Ja, von mir aus. Soll mir recht sein. Voluminas. 2 Pokémon hat die noch. Kriegen wir das hin? Können wir es schaffen? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Bob, der Baumeister. Also ungefähr. Wir nehmen einen Beleber. Nein, nehmen wir nicht. Bonita ist noch am Kämpfen. Wir nehmen einen Hypertrank. So hyper viel wird der hier nichts bringen, aber ist vielleicht trotzdem gut, wenn wir Galoppa jetzt schon ein bisschen heilen. Eine Donnerwelle. Auwei. Okay, das ist nur Paralyse. So schlimm ist es ja auch nicht. Also so, noch einmal Hypertrank. 2 Hypertränke gehen jetzt hier drauf. Bei Galoppa. Ich bräuchte mal eine Top-Genesung, die auch solche Paralyse-Sachen hält. Ich weiß, ich habe auch einen. Ich kann auch Sachen benutzen, die halt Paralyse und Statusprobleme beheben, aber dann ist das noch eine Runde verschwendet. Komm, Schlagbohrer. Jetzt hau rein. Sandsturm. Okay. Das ist eher schlecht als recht. Aber es ist nicht schlecht. Schaden ist ungehorsam wahrscheinlich. Ja, was denn auch sonst? Paralysiert ist er obendrein noch. Also das ist dann eine Chance von 0%, dass er einsetzt. Also entweder ist er von Sandsturm getroffen oder ist paralysiert oder gehorcht nicht. Das ist also eine Wahrscheinlichkeit von, lass mich mal ausrechnen, ja komm, 2%, dass er was einsetzt. Ist schon möglich, aber es ist fast unmöglich. Galoppa wurde besiegt. Damit ist auch ihr Statuswert aufgehoben. Würden wir sie jetzt wieder heilen. Hoodie kann mal wieder in den Kampf. So, dann nehmen wir einen Beleber. Komm, das letzte Pokémon will ich noch sehen. Das will ich hier noch zeigen. Da habe ich zumindest mein Ziel insofern geschafft, dass ich das, dass die Kämpfe präsentiert habe. Ich hoffe, wir schaffen es auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ihr wisst Bescheid. Mit dem Galoppa Level 100, Shiny, wird das doch irgendwann mal klappen. Aber ja. Okay, ihn zu paralysieren, das war jetzt komplett Schwachsinn. Hatte gar nichts gebracht, Voluminas. Der will nämlich nichts einsetzen. Doch, der will was einsetzen, Hoodie, aber wird er jetzt mal nichts. So, Galoppa ist dran. Na, ich freue mich schon, wie das beim Champ dann aussieht. Hier mit einem nicht gehorchenen Galoppa. Und der Champ, der fegt uns doch in einem Zug hier weg. Das wird doch hier ja nichts. Was soll denn daraus werden? Was soll denn aus dir werden, Galoppa? Was wollen wir denn hier faulenzen in so einem Kampf? Ja, das gibt's doch ja nicht. Das ist doch, ist ohne Art von Spannung. Hm? Kann man auch mal haben in einem Top-4-Kampf. Wendet sich ab, ja.
Gibt es die eine Spannung, wenn man halt ein schwaches Pokémon-Team hat und mit dem kämpft, oder wenn man ein starkes Galoppa hat und das Ding nicht gehorcht? Es gibt vor nichts zu bemerken. Ist der denn völlig egoistisch und ignorant? Dieser Galoppa hier. Wir haben noch 11 Hypertränke und wir müssen noch 2 Kämpfe hier bestreiten. Ich will ja nichts sagen, aber ein Galoppa schluckt schon ziemlich viel an Hypertränken und Blebern. Das ist hier langsam grenzwertig. Wie ich das hier schaffen soll, ist mir dann auch an irgendeiner Stelle eine Frage. Galoppa ist ungehorsam. Natürlich ist Galoppa ungehorsam. Gerade zu den letzten Pokémon hier, zu den letzten 2 Pokémon in dem Kampf hier, das muss natürlich nicht funktionieren. Wieso sollte das auch funktionieren? Wieso sollte das auch klappen? Gibt vor nichts zu bemerken. Ja, warum denn auch nicht? Ja, verreck du mir nur. Pennt die hier einfach im Kampf? Stand da gerade Galoppas aufgewacht? Hat die da einfach gepennt im Kampf? Ist das hier wahr? Ist das die Möglichkeit? Ist das... So kann ich nicht arbeiten. Meine Fresse. Das wird hier ein Krampf. Nicht nur ein Kampf, sondern ein Krampf. Mit Galoppa hier durch die Top 4. Halleluja. Ich freue mich schon auf den nächsten Part, wie ich das da irgendwie durchschaffen soll. Und durch die nächsten 2 Kämpfe und durch den Champ. Da bin ich aber mal heilfroh, wenn ich das mal irgendwie geschafft habe. Der Champ ist ja der stärkste Pokémon-Trainer. In ganz Alola. Das heißt, die Top 4 ist schwächer. Ja, was soll ich sagen? Das macht dann auch schon ein bisschen mehr. Wenn ich hier schon Probleme habe, dann muss ich dann wahrscheinlich ohne Tränke zum Champ. Und dann gehöre ich das Ding nicht. Und dann, ja, das ist natürlich lustig. Das ist besonders lustig, wenn man die ganze Top 4 bekämpft hat und dann gegen den Champ verliert und dann nochmal von vorne anfangen muss. Jetzt ist das Ding paralysiert. Gibt's denn das? Ja, dabei gibt vor nichts zu bemerken. Ja. Ja, was soll ich dazu denn noch sagen? Galoppa ist ungehorsam. Ungehorsames, blödes Ding, Mann. Galoppa, komm. Es zieht sich hier hin, nur wegen dir hier. Wollen wir doch mal endlich mal zum letzten Pokémon kommen und wollen wir diesen Kampf mal endlich besiegen hier. Dieser Part dauert schon wahrscheinlich so ewig lang. Die Zuschauer wollen doch auch mal fertig werden, oder? Das ist doch Galoppa. Wenn du mich ignorieren willst, ist das in Ordnung. Ja, das ist verstehbar, aber guck mal, denk doch mal an die Zuschauer. Die wollen doch auch mal was anderes machen. Die wollen doch auch hier mal raus. Das ist. Tu es nicht für mich, tu es für die Zuschauer, Galoppa. Die wollen doch auch mal hier. Das ist doch auch nervig hier. Tut denen doch auch weh, das hier zuzuschauen. Das ist doch schmerzhaft, da zuzuschauen. Das ist. Ja. Verdammt, Galoppa, komm. Das ist nur noch ein Pokémon. Das ist ein Pflanzen-Pokémon sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht aus wie ein Pflanzen-Pokémon, sieht aus wie eine Blume. Könntest du doch mit einem deiner 2 Feuerattacken mal was anrichten. So, wir haben nur noch 7 Hypertränke. Das ist eine sehr schlechte Nachricht dafür, dass wir noch 2 genauso starke Trainer bekämpfen müssen. Ich dachte, ich habe genug dabei, dass ich das hier kriegen könnte. Ja, ist ungehorsam. Besiegen wir erstmal diesen Trainer und kümmern wir uns danach dann um die nächsten Trainer. Das ist dann, glaube ich, erstmal der erste Weg. Okay, die hält noch ein bisschen aus, die Vidi. Komm noch einmal Nitro-Ladung, da hast du's. Danke, Galoppa, danke.
gibt's doch einen kleinen Nachtisch. Also einen ganz, ganz kleinen. Eine Belohnung soll das nicht sein. Du bist wirklich beeindruckt. Du und dein Pokémon. Zwangfee gewinnt 11.400 Pokémon-Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen Myla hervor. Und gegen den zweiten Pokémon-Liga ist, gegen den zweiten der Top 4. Zwei weitere, aber... weiß man nicht. Du wirkst so viel reifer als bei unserer ersten Treffen auf Alcala. Du hast auf deiner Insulnerschaft wohl einige wertvolle Erfahrungen gesammelt. Gut, dann setze jetzt deinen Siegeszug fort. Siegeszug, ja, okay. So nennen darf. Ja, die erste Hälfte haben wir geschafft. Mit Ach und Krach. Die zweite Hälfte wird schlimmer. Na dann, ich würde mal sagen, weiter geht's im nächsten Part mit den nächsten beiden Kämpfen. Damit ich noch um es euch gefallen haben, lasst auch ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit den Zwergen fast verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl, man sieht sich im nächsten Part. Mal sehen, was daraus wird. Ob wir die Top 4 noch schaffen. Seht ihr im nächsten Part. Haut da rinne.